Gut, herzlich willkommen zum Café Frank. Heute haben wir eine ganz besondere Situation. Wir haben heute viele Gäste aus der Volksschule. Es sind die Kinder aus den 4a und 4b Klassen da. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe heute einen Gast bei mir, den Thomas Brandl, ein Urgestein, ein Frankfurter Urgestein. Der lebt schon seit 50 Jahren, haben wir gehört? Seit 1968 im Frankviertel. 1968, das ist jetzt nahezu 50 Jahre her, also 48 Jahre, wenn man es genau nimmt. Und der Thomas Brandl ist auch ein Mann, der viel mit Kindern hier im Frankviertel zu tun hat. Das wird uns dann vielleicht im Gespräch erzählen. Wenn ihr im Laufe des Gesprächs Fragen habt, dann könnt ihr gerne so eure Fragen stellen. Entweder ihr gebt ein kurzes Zeichen oder ihr wurft es einfach rein oder ich frage euch einfach einmal, ob ihr vom Thomas was wissen wollt. Starten wir mal so, dass ich dem Thomas einmal ein paar Fragen stelle und dann sehen wir, wie sich das Gespräch entwickelt. Lieber Thomas, danke, dass du zu uns gekommen bist ins Café Frank. Möchtest du vor den Kindern ganz kurz vorstellen, wer bist du, wie lebst du hier, was macht dich aus? Was macht mich aus, das kommt später. Also ich bin der Thomas Brandl und seit 1968 da im Frankviertel. Bin verheiratet, habe zwei Töchter. Ja, bin da in die Dorfhalle-Schule gegangen, genauso wie ihr. Bin Föstarbeiter, arbeite in der Föstalpine, schon 24 Jahre. War vorher auf der Eisenbahn. Hab da in die Personalhäuser gewohnt, gleich vis-à-vis von uns. Und ja, bin glücklich verheiratet, habe ich auch gesagt. Mir geht's gut und ich bin froh, dass ich da hier unten wohnen darf. Du hast gesagt, du hast zwei Töchter. Wie alt sind deine Töchter? Die ältere ist 34 und die andere ist 23. Okay, das sind schon erwachsene Frauen, weit weg von der Volksschule, aber sind die auch da gegangen in die Volksschule? Sind beide da in die Volksschule gegangen. Und dann, die eine Tochter ist, glaube ich, nein, die sind dann in die Distelwegschule gegangen. Ich bin damals nach der Volksschule Dorfhalle in die Goetheschule gegangen, das war damals unser Sprengel. Und das hat sich aber dann irgendwie anders ergeben, die sind dann in die Distelwegschule gegangen, die was da weggekommen sind. Okay. Du hast gesagt, du bist in den Personalhäusern aufgewachsen, das sind die Häuser hier gegenüber von der Volksschule. Ist jemand von euch Kindern dort zu Hause? Ich habe meine Geschwister. Du hast dort gelebt mit deinen Eltern und mit deinen Geschwistern? Und sonst noch jemand von dort? Nein, aber ihr kennt das vielleicht, also vom Besuch eurer Freunde und Freundinnen. Wie lange ist es her, dass du da gegenüber von der Volksschule gewohnt hast? Das sind jetzt 12 Jahre. Vor 12 Jahren sind wir da in die neuen Häuser da gleich hinter uns gezogen. Wir haben aber überlegt, weil zuerst haben wir gesagt, wir möchten gerne ein bisschen am Stadtrand aussehen, aber es ist dann auch mit dem ins Arbeit fahren, einfach zu viel Stau und einfach die Einfahrt nach Linz war da über problematisch. Und dann habe ich mir dann zu mir selber gesagt und zu meiner Frau gesagt, sage ich, nein, wir wollen eigentlich gar nicht weg. Wir sind Freiviertler. Meine Frau ist auch Frankviertlerin, ist vor in der Ginzger Straße aufgewachsen. Nein, wir bleiben einfach da. Es gefällt uns da. Weißt? Das ist einfach. Das Frankviertel ist ein schönes Viertel. Es ist ein Arbeiterviertel, aber es ist einfach ein Viertel, da haben wir einfach schon viel erlebt. Da haben wir unsere Kindheit mehr oder weniger verbracht und wir haben da unsere Freunde, Bekannte. Und ja, da kennt eigentlich, es wird Dorf, es ist einfach, da kennt jeder jeden. Und uns gefällt es auch, darum sind wir eigentlich nicht weg. Wir haben gesagt, okay, wir bleiben in Frankviertel. Ja, du sagst, also seit der Kindheit ist ja heute unser großes Thema. Wenn du zurückblickst auf deine Kindheit, gibt es da ganz starke Erinnerungen? Was sind die ersten Erinnerungen, an die du denkst, wenn du an die Kindheit in Frankviertel denkst? Wie ich 1968 nach Linz gekommen bin, ich kann mich erinnern, meine Eltern waren schon in Linz. Ich war damals bei meiner Großmutter in Niederösterreich, weil ich bin von Amstetten. Und ich bin immer in die Schulferien zu meiner Großmutter gefahren. Da war ich fast anderthalb Monate immer am Land, Bauernhof und das war noch ganz anders wie heute. Und
da haben wir wirklich unser Kindheit wirklich leben dürfen. Also das war einfach, das war noch viel mehr Freiheit, viel mehr, man hat viel mehr machen können, ohne dass man halt irgendwelche Probleme gekriegt hat. Und ich bin damals mit meinem Onkel, der war damals auf der Eisenbahn, und wir sind dann mit dem Zug von Amstetten nach Linz aufgefahren. Und Amstetten war damals eher eine kleine Stadt. Und dann bist du in einer Großstadt. Linz war damals auch schon, weiß ich nicht, ich glaube auch schon 200.000 Einwohner gehabt oder 150.000 Einwohner. Und jetzt bist du in einer Großstadt. Also das ist einmal alleine das, was du mit Linzer Hauptbahnhof reingefahren bist. Wahnsinn. Vom Busse, von der Straßenbahn, das habe ich alles damals nicht gekannt. Und dann sind wir mit dem Bus von der Blumau, kann mich noch gut erinnern, sind wir dann da runtergefahren, Lohnsdorfer Platz ausgestiegen und dann sind wir da vierer gegangen. Also das alleine war schon einmal erlebt. Das war so breite Straßen, so große Straßen und dann sind wir da in den Hof reingegangen und der Hof war damals, wie ich damals aufgekommen bin, da waren noch Reste, der war eingezäunt. Der war früher, der ganze Hof war eingezäunt. Da hast du ein Einfahrtstor gegeben, war aber nicht mehr, okay, das war damals auch schon kaputt oder haben es schon weggetan, aber die Säulen sind noch gestanden, also es war wirklich ein Hof, da war kein Spielplatz, da war noch ein Spielplatz in der Mitte, da waren noch Schotterstraßen, also das war dann wirklich, ja, das ist im Laufe der Zeit. Und dann bist du einmal da und dann kennst du mit niemand, weißt du, das ist einmal. Aber es alleine, wie gesagt, das Zugfahren und wie man dann mit dem Bus, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, dann da war, das war schon mal das erste wirklich Erlebnis. Ja, 5 Jahre warst du da, wie du gekommen bist. Nein, da war ich 61, bin ich geboren, 68 bis 7 Jahre. 7 Jahre. Also mit 7 Jahren bist du dann quasi auch hier gleich in die Volksschule eingetreten? Ich bin ja 2 Klassen Volksschule noch in der Stimmung gemacht und bin dann in der 3. Klasse Volksschule dann da in die Dorfhalle-Schule. Okay. War damals die Frau Lehrerin Kosloff. Gibt es die Frau Kosloff? Nein, die gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Leider schon gestorben. Die ist schon verstorben. Die Frau Tschibe, haben Sie die noch gekannt? Nein. Auch nicht? Ich bin jetzt seit 2008 in der Schule. Achso, nein. Frau Tschibe ist auch schon gestorben. Die habe ich dann in der 4. Klasse gehabt. Direktor war damals der Obermüller. Direktor Obermüller, sagt er. Auch schon gestorben. Ja. Also, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit her. Hast du an die Schulzeit Erinnerungen? Wie ist dir in der Schulzeit gegangen? Hast du leicht an beim Lernen? Bist du gerne in die Schule gegangen? Was hat das Schulgehen ausgemacht? Das ist ja nicht so performen. Ja? Das ist jetzt ganz. Also ich bin, ja, ich sag, ich bin Schulgehen müssen, wie jeder Schüler. Das müssen auch nicht Schulgehen. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe mir nicht recht leicht in der Schule. Ich bin immer ein bisschen. Da war ich am Kippen gewesen, ich bin nur so überall durchgekommen, aber ich war nicht der Streber, ich sag's ganz ehrlich. Ich war nie der Lehrer und. Aber ich bin froh, dass ich es so weit gebracht habe, wie ich heute bin. Es hat mir sehr wohl was genützt. Ich habe überhaupt genauso Schule geschwänzt, wie sie jetzt Kind tut. Also du redest, glaube ich, von der Hauptschulzeit, aber wenn ich dich jetzt frage, dann rede ich von der Volksschulzeit. Okay. Volksschule, ja. Es waren sehr viele von der engeren Gegend. Ja. Also wir haben viel Hofkinder gehabt und wir sind in dieselbe Klasse gegangen. Also alles, was da so bis Hellitz-Großstraße und der Viere Boschweg, also das war unser. Und ja, da haben wir schon viel. Also das, aber es sind lauter Arbeiterkinder gewesen, ja, wir haben das Beste draus gemacht in unserer Schulzeit. Wir sind auf der Schule heim und haben uns halt dann getroffen und sind dann, weiß ich nicht, in die Au oder sonst wie. Okay, also auf das kommen wir später noch zurück. Wie war das in der Schule? Gab es da, ging es da recht streng her oder habt ihr da auch schon, ich weiß es nicht, eigentlich sehr frei bewegen können? Hast du da Erinnerungen? Ich glaube, wie ich noch da gegangen sind, waren wir reine Bubenklasse. Okay, da waren Mädchen und Buben getrennt. Ja, genau, die erste Stufe. Es gab ja hier, das wisst ihr vielleicht nicht, Kinder, es gab hier in dieser Schule früher 2 Schulen. Da war im ersten Stock, war die Bubenschule oder die Mädchenschule? Das weiß ich jetzt nicht. Also es waren 2 Schulen. Wo steht denn das Klavier noch irgendwo? Das kenne ich nicht. Aber Keyboard, also das Klavier gibt es nicht mehr. Also wir waren da ganz hinten. Und da stiegen und wir waren im ersten Stock. Okay, die Buben waren im ersten Stock. Und demnach waren die Mädchen im Erdgeschoss. Also
Also im zweiten Stock. Es gibt ja die Herrufenberg Garderobe früher. Ja, genau. Genau. Also da waren Mädchen und Burschen in zwei verschiedenen Schulen. Da gab es hier zwei verschiedene Schulen. Und die Mädchen und die Burschen waren getrennt. Das gibt es ja mittlerweile nicht. Mittlerweile sind ja also Mädchen und Burschen selbstverständlich in einer Schule. Und ich glaube, jetzt sogar sind zwei Klassen, die A- und B-Klasse, gemeinsam hier. Also es werden auch Klassen zusammengefügt und also vielleicht sogar jahrgangsübergreifend. Also da gibt es hier schon eine Fortentwicklung im Schulwesen. Ja. Also ich war Burm und ist da recht zugegangen. Also hat sie recht umeinander getobt und hat sie recht viel Streiche gemacht. Ich bin, kann mich nicht mehr so zurückerinnern. Die Streiche sicher sind da andere, eine oder andere Streiche sind sicher gemacht worden. Und wir haben, ich will nicht sagen, dass wir waren sicher nicht die Bravsten. Mhm. Nein. Wir waren schon ein bisschen, naja, wie man halt so, Kinder. Wir haben uns halt einfach, wir haben so sicher Sorgen gemacht, die wir heute nicht mehr machen dürfen. Und wir sind sicher auch gerückt worden. Ich kann mich von der Frau, das war dritte Klasse, war die, von der Frau Tschiebe, die hat mir einmal ziemlich zusammengeschissen, sag ich jetzt einmal. Ja, das weiß ich noch, aber sonst, ich kann mir ehrlich gesagt nicht mehr. Aber sie, mir gesagt, wir haben sicher Streiche gemacht. Wir haben in den Pausen natürlich auch die Mädels ein bisschen, ja, wie man damals auch ein wenig insigiert und so. Aber es hat einfach immer gepasst. Also es war nichts Böses. Okay. Habt ihr eine Frage an den Thomas aus seiner Schulzeit? Da vielleicht gleich, wie heißt du? David. David, bitte. Was für ein Gymnasium? Gymnasium. Nein, ich war in der normalen Hauptschule. Der Thomas ist dann, er hat schon gesagt, in die Goethe-Schule. In die Goethe-Schule gegangen. Ja? Akin. Was hast du für Schularbeiten geschrieben? Also welche Note in Mathe und Deutsch? Welche Noten hast du gehabt bei den Schularbeiten? Ja, Durchschnitt. Durchschnitt. Ich sag mal, machen wir einen Durchschnitt 3. Ja? Ja. Ich habe genauso meine 5er geschrieben. Also ich sage es ganz ehrlich, ich habe ein paar Schularbeiten mit 5er geschrieben. Okay. Habe ich natürlich dann wieder lernen müssen, sehr klar, und habe dann wieder alles ein bisschen ausbessert. Also ich bin immer so, immer gerade, dass ich durchkomme. Ich war nicht der beste Schüler, ich sage es ganz ehrlich. Du hast das eh schon gesagt, dass du schwer da warst. Ich habe mir schwer da beim Lernen, ja. Der Justin, hast du eine Frage gehabt? Du hast die gleiche Frage. Wie heißt du? Das haben Sie früher mit diesen Linealen, auf die Finger geschlagen? Nein. Das hat es bei uns nicht gegeben. Das hat es bei uns, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass irgendwer wirklich geschlagen wurde. Weder mit einem Lineal, noch mit einem Stock oder mit einem, weiß ich nicht. Das hat es bei uns, auf das kann ich mich nicht erinnern. Das ist vielleicht schon sehr viel länger her. Es gab schon Zeiten, wo die Schüler und Schülerinnen von den Lehrern und Lehrerinnen bestraft wurden. Also mit einem Schlag zum Beispiel auf die Finger. Ja. Aber das ist schon seit langem wirklich verboten. Kinder dürfen nicht geschlagen werden. Ja? Du willst was? Wie heißen deine zwei Töchter? Die eine heißt Dagmar und die andere heißt Romana. Genau, deine Töchter heißen Dagmar und Romana. Schöne Namen. Ja, also die Schulzeit, die war schön, weil du mit deinen Freunden hier warst, wie du sagst, aber sie war mit Mühen verbunden. Und schlussendlich hast du aber doch in einem Beruf gefunden und bist in diesem Beruf sehr erfolgreich. Kannst du ein bisschen was erzählen zu deinem Beruf? Gab es den Wunsch, diesen Beruf zu erlernen, schon in der Schulzeit, oder bist du da eher zufällig reingestolpert? Nach der Hauptschule, also meine Mutter war Kellnerin im Gasthaus Union, ich war echt drin, im Wimmützel. Wimmützelbau, ja. Beim Brunnen dort, genau, beim Brunnen ist das Gasthaus Union. Und meine Mutter war damals Kellnerin. Und es war auch in der damaligen Zeit schon irgendwie ein wenig problematisch mit Lehrplätzen und so. Und da hat sie gesagt, du bist Koch. Ich und Koch, ne? Und durch das, dass die dort Kellnerin war und der Rest damals Lehrling gesucht hat oder was, jetzt habe ich halt da drüben Koch gelernt. Ich habe 3 Jahre Koch gelernt
Kinder, kennt ihr den Brunnenplatz im Frankviertel? Das ist das Gasthaus Union. Gleich wo der Durchgang ist, links davon ist das Gasthaus Union, genau. Da habe ich gelernt. Und war natürlich auch super, weil ich habe nicht weit in die Arbeit gehabt. Und habe da meine drei Jahre gelernt. Ja, ein bisschen was kann ich noch. Aber ich koche selten. Also daheim, ich bin nicht. Ich brauche immer so viel Geschirr, weißt du? Meine Frau schimpft dann, wenn ich so viel Geschirr brauche. Und ja, das war meine Lehrzeit. Nach der Lehrzeit bin ich dann zu der Eisenbahn gegangen. Mein Vater war damals Eisenbahner. Und der hat gesagt, boah, geh auf die Eisenbahn, eine sichere Arbeit. Ich habe gesagt, okay, jetzt bin ich dann auf die Eisenbahn. Da war ich 8 Jahre. Habe aber dann, aufgrund dessen, weil einfach der Verdienst sehr wenig war, damals bei den ich war damals verstopplich da, habe ich dann gekündigt, bin dann in die Privatwirtschaft gegangen und ja, ich war in meinem Leben halt 2 Monate arbeitslos, weil ja, das war auch ein Horror, weil einfach du willst immer was tun. Bist du beschäftigt. Genau, und bin dann habe ich was halt angemacht, dann bin ich mal Botendienst, bin nämlich gefahren 2 Monate und dann hat mich mein Schwager, also mein jetziger Schwager, der war damals in der Föststadt drin, der hat mich mehr oder weniger in die Föst eingebracht und bin seit 1992 in der Föst. Ja. Was machst du in der Föst? Was ist dort deine Aufgabe? Was ist deine berufliche Tätigkeit in der Föst? Ach, das ist sehr schwer zu erklären. Also ich bin. Kennen Sie die Föstkinder? Föstalbine, ja. Der ist ein Betrieb da hinten. Ja. Ich bin in der Stahlproduktion drin. Ich bin Bilfinger, okay. Ich habe gerade eine Lehre, gell? In der Föstlehrwerkstatt. Ich bin in der Stahlproduktion. Also dort, wo ich bin, wird Stahl gemacht. Also das, was ist denn Stahl? Kannst du das den Kindern erklären? Oder wisst ihr das schon, Kinder, was Stahl ist? Eisen, sagt Eisen. Eisen, sagt du was. Eisen schon, oder? Eisen. Ein Vorradl ist aus Eisen. Überall, das ist Eisen. Ja. Und es gibt ziemlich viele Stahlarten. Es gibt Hartstähle, es gibt Weichstähle, es gibt Baustahl, es gibt Pipeline-Stahl, das sind Spezialstähle. Und bei uns wird einfach das Produkt gemacht. Wir kriegen vom Hochofen, das Roheisen kommt zu uns ins Stahlwerk. Bei uns wird das Eisen legiert. Die verschiedenen Stahllegierungen und dann kommt, dann wird das bei uns gegossen in riesengroße, sage ich jetzt mal, Brammenplatten und das kommt dann ins Walzwerk und vom Walzwerk wird es Blech gemacht und dann wird es wieder. Okay, also du bist da quasi tätig in der Herstellung von Materialien, die man dann braucht, um zum Beispiel ein Fahrrad herzustellen. Auto. Oder eine Schaufel oder ein Auto, ja. Oder was auch immer aus Metall ist. Rohrleitungen. Leitungen. Pipelines. Sagt euch ein Pipeline was. Was ist ein Pipeline? Ist ein Rohr. Ist ein Rohr, ja. Ein Pipeline ist ein riesenlanges Rohr. Gas, Pipeline, Benzin, Erdöl, das wird alles in Pipelines. Und das ist ein Spezialstahl und der wird auch bei uns gemacht. Also das ist. Okay, also da bist du so über mehrere Stationen vom Koch und dann über die Eisenbahn zur Föst gekommen und hast dir gesagt, du arbeitest dort schon sehr lange, 24 Jahre. Kinder, habt ihr schon einen Berufswunsch? Wisst ihr schon, was ihr werden wollt? Oder habt ihr eine Vorstellung, eine Ahnung? Was sind denn da die beliebten Berufe? Mal da aus der Mitte vielleicht, der war noch nicht dran. Du, warst du nicht dran? Wie heißt du? Tamara, was ist dein Berufswunsch? Du möchtest Lehrerin werden. Okay. Schöner Beruf, ja? Wen haben wir nun nicht gehabt? Justin war schon. Ich will im Zoo arbeiten. Im Zoo? Weil ich dann Tiere mag. Also als Tierpfleger im Zoo zum Beispiel, ja? Akin, was ist deine Vorstellung? Du möchtest gerne Polizist werden, ja? Okay. Gut. Rechtsanwalt, ja. Was möchtest du, wie heißt du? Sali. Sali, die Sali möchte Schauspielerin werden. Ja. Schauspielerin. Oh, sehr ausgefallen, schön. So eine Schauspielschule. Und dort hinten? In der Bank arbeiten. Du möchtest gern in einer Bank arbeiten, ja? Also da gibt es ja eine breite Palette von Vorstellungen. Ja.
Das ist schön, Kinder. Und wenn ihr da weiterhin so fleißig seid, dann werdet ihr voraussichtlich auch in diese Richtung kommen. Früher waren halt die Berufe Feuerwehrmann, ja? Polizist. Das waren eigentlich damals in unserer Zeit die Traumberufe. Die Zeiten ändern sich und damit auch die Vorstellungen von den Kindern. Richtig. Und die Wünsche von den Kindern. Aber ich glaube, Polizist ist so ein Evergreen, etwas, was das hat es immer schon gegeben. Polizist? Ja, gibt's ja schon so viele Polizistinnen. Ja, viele Frauen. Wie nennt man Polizistin werden? Mag jemand Polizistin werden? Nein. Okay. Also, das war jetzt der Beruf. Du hast gesagt, vorhin Freizeit. Ihr seid aus der Schule raus und dann, nehmen wir mal an, ihr habt zu Hause Mittag gegessen. Ja, und die Mütter waren früher oft auch nur Hausfrauen. Also es war regelmäßig auch wieder zu Hause und dann sind die Kinder ins Freie. Hat sich da was verändert im Frankviertel? Ist das so, wie es heute ist, dass so quasi viel Verkehr ist, dass die Räume eng sind, oder gab es da einen Unterschied? Im Gegensatz zu heute war es natürlich sehr wohl anders. Der Verkehr war, ich glaube jetzt einmal, ich sage jetzt einmal um die Hälfte weniger. Ja? Mhm. Es hat zwar die Frankstraßen, die hat es eh gegeben, aber es war einfach der Verkehr weniger. Es hat sich auch im Gesamtbild sehr viel verändert. Es ist viel dazu gebaut worden, die Häuser sind mehr geworden. Es ist, also wie damals gekommen bin, wie gesagt, der Hof, der Innenhof war alles nur Schotter. Da hat es noch keine Parkplätze gegeben. Wir haben zwar in der Mitte, glaube ich, Sandkisten drinnen gehabt, aber rundherum, das war alles Wiese, der ganze Hof, von vorne bis hinten. Es hat zwar Durchstückstraßen gegeben, aber es war nichts asphaltiert. Und es hat noch keine Autobahn gegeben. Ja, da hat man noch beim Mimmelfelbad, wenn man die Wimmelfelstraßen runtergegangen ist, durch Abwege gekommen bis zum Bankhofen. Das war der Hagenauer Weg, da haben wir auch Schüler gehabt von uns. Wagner gehabt, dort unten gehabt zum Beispiel. Dann, wie gesagt, die Autobahn hat es noch nicht gegeben. Unser Spielplatz war eigentlich alles, was halt Richtung Autobahn oder drüber der Autobahn war. Die Chemie war noch nicht so ausgebaut. Oder weiter oben, bis der Segelflugplatz ist, wo jetzt der Segelflugplatz ist, also der war damals auch schon, da war dann noch alles auf, da war ja nichts aufgestaut, die Donau, da war Abwind noch nicht gebaut. Das war eigentlich unser Revier, haben wir gesagt, das war unser Spielplatz. Ja. Wir haben uns da unten getroffen, da haben wir unsere Unwesen getrieben. Kinder, könnt ihr euch das vorstellen? Wisst ihr, wo die Autobahn verläuft? Also so unterhalb vom großen Park, unterhalb von den Gärten oder vom Jugendzentrum, das kennen vielleicht manche von euch. Früher gab es die nicht und da konnten die Kinder bis zur Donau runterlaufen. Bis zur Donau, also wir sind da. Ja. Und da waren, da unten sind heute auch, also wenn man da über die Autobahn drüber fährt, große Straßen und viele Gewerbegebiete, viele Firmen, die dort ihre Geschäfte haben. Früher waren dort Felder, oder? Ja, Felder. Ja, es war einfach ein Umland, das war eigentlich nichts bebautes Land. Es hat das Fernheitswerk noch nicht gegeben, wie damals hergekommen bin. Das Interspar hat es noch nicht gegeben. Der Schachermeier, was da unten, den hat es damals noch nicht gegeben. Die Chemie war viel kleiner, also das alles, was da jetzt Lage ist, Wirtschaftshof, das hat es alles noch nicht gegeben. Das war alles Wildland, sage ich jetzt einmal. Das war alles Bau. Es sind da ein paar Häuser im Hagenauerweg unten gestanden, das waren so Holzhäuser. Weil da haben wir auch Leute gewohnt, das war ganz eine normale Siedlung. Aber sonst konnte eigentlich nichts geben, das war nichts. Das war einfach unser Spielplatz, ein riesengroßer Spielplatz. Du möchtest was fragen? Hattet ihr viel Hausübungen und hast du irgendeinen Sport gemacht, zum Beispiel Fußball oder Basketball? Hausübungen haben wir genauso gehabt wie wir. Zwei? Bitte? Zwei oder sechs? Hausübungen? Pro Tag? Eine Hausübung oder zwei? Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Wir haben Hausübungen gehabt. Ja. Meistens, wenn ich das sagen darf, ja, oft haben wir es nicht gleich gemacht oder gar nicht gemacht oder nächsten Tag in der Schule gemacht. Aber wir haben es ja wohl machen müssen, keine Frage. Und nach der Hausübung haben wir uns halt getroffen und dann sind wir halt da halt. Und haben halt unsere. Und weißt du gesagt, wegen Sport? Jawohl, ich habe Sport gemacht. Damals, ich habe beim Chemie gespielt.
Fußball gespielt. Damals war es noch SVS Stickstoff, hat das damals geheißen. Habe ich gespielt und ja. Und dann, wie ich halt ein bisschen älter war, bin, hat es mich dann immer so gefreut. Und, ja. Warst du ein guter Fußballer? Hast du viele Tore geschossen? Ich war Tormann. Also, okay. Ich war kein guter Tormann. Okay. Ich habe viele Tore gekriegt. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys jetzt sind Modellfliegen. Ich tue Flieger, mit Modellfliegen fliegen. Im Sommer und im Winter, also im Herbst, dann tue ich dann Weihnachtskrippen machen, das Wurzeln. Und was nur Hobby ist, sind Hobby, ja. Die Kinderfreunde Linz, also ich arbeite gerne mit Kindern, bin bei Veranstaltungen dabei. Und, also ich bin immer unterwegs, ich habe immer was zu tun. Also ich habe kein Sitzfleisch, also ich muss immer was tun. Also Modellfliegen ist ein Hobby, das weiß ich von Thomas. Was hast du da für Flugzeuge? Schaut, dass du keins mit hast, das wäre jetzt schön für die Kinder, das zu sehen. Ja, ich habe mehrere Flugzeuge. Ich habe in der Zwischenzeit 14 Flugzeuge. Von so klein bis 2,20 Meter oder 2,40 Meter. Das ist dann schon so, fast so groß wie ein Motorrad oder ein Auto fast. Ja, fast wie ein Auto. Ja. Ja, wow. Und hab in dem ganz großen habe ich einen Motor drinnen, so ähnlich wie bei einem Moped. 57 Kubikzentimeter. Aber natürlich viel kleiner. Ne? Und Elektroflieger, Segelflieger, ein paar elektrisch und Doppeldecker habe ich auch. Aber wie gesagt, das ist es, man will aber ein bisschen mehr, fliegen kann man noch mit an. Mhm. Ich habe also ein paar sind schon angestürzt. Mhm. Das ist aber dann nicht gut. Weil das meistens, wo betreibst du das Hobby? Das Hobby mache ich da in Linz. Beim Stadthafen haben wir unseren Verein, ASPO MFC Linz. Und ja, bin da beim Club dabei und ist natürlich auch ganz super, weil ein riesengroßer Platz, wenn man in einem Club dabei ist, Erfahrungsaustausch, man lernt was, man kann was weitergeben. Es wird einem geholfen. Wenn ich jetzt sagen darf, wir haben heuer eine zweitägige Flugshow. Mhm. Im Juni. Im Juni, okay. 23, 24 oder 24. Ist das während der Woche oder am Wochenende? Samstag, Sonntag. Samstag, Sonntag. Ist das auch möglich, dass zum Beispiel meine Schulklasse auf Besuch kommt? Überhaupt kein Problem. Wenn es jetzt wieder wärmer wird im Frühling, überhaupt kein Problem. Aha. Kann man ein paar Flyer bringen oder was, oder kann man von unserer Prospektal bringen und dann einfach rausmachen. Es ist immer was los. Kinder, war das was euch interessiert? Mal diesen Modellflugplatz zu besuchen und vielleicht dem Thomas Bartl zuzuschauen, wie er seine Flugzeuge durch die Lüfte steuert. Akim, was ist deine Frage? Ich habe schon gesehen, wo es noch andere Modellflugzeuge fliegen. Wo hast du das gesehen? Bei dem Platz, wo voll viele Segelflugzeuge sind. Da fliegen sie auch, ja, weiß ich. Da fliegen. Ja. Das ist am Großflugplatz, wo die großen Segler, die haben auch, glaube ich, donnerstags ist bei einer Modellflugtag und da sind natürlich auch welche, die dort unten fliegen. Hubschrauber, glaube ich, sind auch dabei. Die sind auch beleuchtet, die fliegen in der Nacht, haben wir schon gesehen. Oh, toll. Ja, ganz super. Du hast das, du hast eine Frage gehabt. Wie heißt du? Sali. Sali. Was machst du gerne mit deiner Familie? Boah, mit meiner Familie gesagt, meine zwei Töchter leben schon alleine. Mit meiner Familie, ja, wir treffen uns ab und zu mit meiner Frau. Wir gehen gerne ins Kino, gehen ab und zu essen, treffen uns auch mit Freunden und machen auch verschiedene Veranstaltungen, weil meine Frau arbeitet auch bei den Kinderfreunden. Ja, die eine oder andere Veranstaltung miteinander und ja, wir sind viel zusammen auch. Aber wir unternehmen schon einiges. Früher hätten wir auch einen Hund gehabt. Du weißt ja, den haben wir leider nicht mehr. Jetzt sind wir halt mit dem Hund früher viel gegangen, haben wir jetzt nicht. Aber wir sind so häufig unterwegs. Ja. Darf ich ganz kurz fragen, Kinder? Wer von euch kennt die Kinderfreunde? Die Hälfte so ungefähr. Okay. Thomas, möchtest du erklären, wer sind die Kinderfreunde? Kinderfreunde und was gibt es dort für Kinder und was magst du dort? Ist das nur bei einem Kindergarten?
beim Kindergarten, da ist es ein Kinderfreunde-Kindergarten. Ja, genau, ja, Kinderfreunde-Kindergarten. Mit einem Elternkindzentrum. Ja, genau. Also ganz kurz, Elternkindzentrum ist eine Abspaltung, also so, ein Teil der Kinderfreunde, ist die Familienakademie, gehört auch zu den Kinderfreunden und die haben die Elternkindzentren, Horte und Kindergärten. Was ist die Aufgabe von den Kinderfreunden? Ja, die Aufgabe der Kinderfreunde, wir machen Veranstaltungen, wir machen Lehrgänge, also die Kinderfreunde machen Veranstaltungen, Lehrgänge, Seminare, alles was mit Kinder-, Elternbildung, Jugendbetreuung, Kinderbetreuung, Ferienlager, das ist eine riesengroße Sparte. Okay, also die machen hauptsächlich Angebote für Kinder, ja, und deren Familien, ja, ja, und das reicht, was sie von einem Nachmittagsspielen bis, ja, bis zum Ferienlager. Ja, wir haben, wie gesagt, in Linz, glaube ich, boah, das sind jetzt gerade 14 Ortsgruppen. Und da werden die Kinder, da können die Kinder hinkommen. Das ist ein kleiner Beitrag zum Zahlen monatlich, wenn man bei den Kindern vorne dabei ist. Und da werden halt Gruppennachmittage gemacht, also Heimnachmittage, Heimstunden. Das ist, ja, da wird halt auch verschiedene Themen vielleicht besprochen, Spiele gemacht, Disco gemacht, also das ist okay, von Ortsgruppe zu Ortsgruppe verschieden. Die nehmen dann auch verschiedene Veranstaltungen teil, Umzüge, 1. Mai, dann haben wir die Kids Parade, war vorher gesagt, glaube ich, aufmerksam, über Kinderrechte wird gesprochen, es wird ja noch Tagesthemen besprochen, was jetzt momentan aktuell ist, diskutiert, es ist ganz verschieden, jetzt macht ja jeder individuell was er hat. In den vergangenen Jahren habt ihr ja immer Fasching im Frankviertel ausgerichtet mit dem Stadtteilbüro gemeinsam. Den gibt es, glaube ich, heuer nicht, aber weißt du, ob es in der Stadt dann Kinderfasching gibt von den Kinderfreunden? Ich habe jetzt keinen Plan mit, aber es gibt noch einige Kinderfasching von den Kinderfreunden. Wir haben jetzt am 10. Jener den Riesenkinderfasching auf dem Rathaus. Aha. Da waren ca. 800 Leute. Boah, du weißt. Und ich habe wieder bei der Band gespielt, wir haben eine Live-Band gehabt. Und also das war ein 2,5-Stunden-Programm. Aber das ist relativ zu, boah, da waren so viele Leute. War recht lustig. Zwei Pausen drinnen gehabt. Ich bin als Clown unterwegs gewesen und war natürlich da irgendwie so ein Anziehungspunkt. Da sind alle zu mir zugekommen, die Kinder, und Foto gemacht. Und ja. Da haben wir halt gespielt, 2,5 Stunden Programm, und war recht lustig. Okay. Ich glaube, ich habe dich letztes Mal dort gesehen als Clown. Okay, warst du da? Ja. Warst du beim Kinderfasching? Im Rathaus? Ja, ich auch. Okay. Du? Ja, okay. Okay, was habe ich denn gemacht? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, du warst Clown. Ja, ich war Clown, ja. Ja, genau. Ich war auf der Bühne mit meiner Ukulele, habe ich da gespielt. Ja, war recht lustig. War super. Ich sehe dich manchmal in diesem Park. Wo? In diesem Mieterlage. Ja, ich wohne dahin. Ich wohne dahin. Vogelstraße 3. Bist du auch da zu Hause? Ja, ich wohne auch. Ihr seid Nachbarn. Wo wohnst du? Da hinten, Nummer 7. Auf 7? Ah, das ist rechts vom Durchgang, ja? Okay. Also in Hinkunft, wenn es euch begegnet, könnt ihr euch winken. Mhm. Kinder, habt ihr nur eine Frage an den Tom? Fällt euch gerade nichts ein? Was willst du noch wissen? Warum machst du das bei den Kinderfreunden? Warum ist dir das ein Anliegen? Weil ich einfach gerne mit, ja, weil mir es einfach Spaß macht. Das ist ein Kind, ist eine eigene Sache und ich habe schon immer mit Kindern gern gearbeitet und macht mir Spaß. Mhm. Weil einfach die Ideen, was die Kinder bringen und ganz anders ist wie unsere Kinder. Also, ich meine, die haben halt andere Interessen. Bei uns hat es noch kein Handy gegeben. Bei uns hat es noch, Telefon war noch, das war noch sehr, 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 sehr rar, dass es einen Viertelanschluss gegeben damals, bei meiner Mutter kann ich mich erinnern. Wenn man im Haus drei Leute telefoniert, hat meine Mutter nicht mehr telefonieren können. Es hat noch keinen Computer gegeben, es hat noch kein, Fernsehen war nicht selbstverständlich. Wir haben schon einen Fernseher gehabt, aber das war auch nicht, da war, weiß ich nicht, um 10 ist Fernsehprogramm geworden. Ja, und es gab ja nur Kinderfernsehen am Nachmittag, oder? Das hat sich, kann man erinnern, der Mittwoch war dann, glaube ich, der Karsport am Nachmittag. Und dann, aber es, wie gesagt, das hat es bei uns noch nicht gegeben.
Und darum haben wir auch damals ganz andere Interessen. Aber was habt ihr gemacht als Kinder? Was waren eure Spiele? Bei unseren Spielen? In Dagreich vertrieben. Du hast gesagt, ihr wart da unten in der Au, aber was habt ihr da unten genau gemacht? Wir haben, ja, was haben wir gemacht? Wir haben die Au durchforscht. Ja. Wir haben unser Baumhaus gebaut, wir haben gefischt, wir haben ja, Staudämme gebaut bei den kleinen Bachern, was da durch kann sein. Wir haben einfach andere, wir haben noch nicht die Möglichkeiten gehabt, was die Kinder heute haben. Ja? Wir haben uns einfach mit viel Naturalien begeben. Wir waren viel in der Natur draußen, was heute nicht mehr so, leider nicht mehr so ist. Was war das Schlimmste, was du in deiner Kindheit gemacht hast, mit Ärger, also das Schlimmste? Was war der schlimmste Lausbubenstreich, den du gemacht hast? Ich habe da aber keinen Ärger gehabt, ich habe keinen Ärger gekriegt. Aber das war... Ich glaube, das wollen wir gar nicht hören. Nein, es war, wir haben, ich habe einmal einen Fischer, wir waren zu zweit, das war in Niederösterreich unten, haben wir mal die Fische, ja, weggenommen. Ja, das ist aber gemein. Das war aber gemein. Das war ein Lausbubenstreich, ja. Also Sie haben einen Fischer, der hat einige Fische gefangen. Ja, der hat schon so einen Kescher drinnen. Also. Ja, und dem habt ihr die Fische. Und dann haben wir die Fische weggenommen und sind dann davon gerannt. Aber da habe ich, ja, das war ewig. Da war aber das, bin ich nicht außer Haus gegangen, da war mir nicht recht gut. Da war der nicht gut. Nein. Da war dann Lato einfach. Ja, irgendwie nachher dann schon. Aber so, wir haben sicher unsere Lausbuben streichen gehabt. Also, ja. Dort und da mein Fenster eingeschossen. Schaubesen. Oder ja, Lausbuben streichen, würde ich es jetzt nicht alles dazu. Okay. Hast du dir schon mal etwas gebrochen? Ja, die rechte Hand. Wo? Ja, genau. Wobei hast du die Hand gebrochen? Bei mir habe ich da. Das war, da war ich, da bin ich in einem bestimmten Grund, das weiß ich. Irgendwie bei einem Stang irgendwie und wo gerutscht und dann blöd runtergeführt und beim Spiel. Und hast du dann einen Gips? Ich habe einen Gips gehabt. Ja, und das hat wieder. Boah. Also, ich kann mich erinnern, da sind wir dann ins Krankenhaus und da, weiß ich, Spritzen gekriegt, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle hat man da so wie Fingerle drauf gekriegt. Und dann ist das wieder gezogen worden, dass das ist irgendwie einrichtet. Man, das hat da alles wieder, das weiß ich nicht. Das hat sehr wieder. Kein Krankenhaus. Und was habe ich noch? Ja, an Krankheiten, das Körper, da war mein Gehirnentzündung, habe ich mir gehabt. Da war ich in der zweiten Klasse viel geschrieben. Also, ist dann im Krankenhaus? Bin im Krankenhaus gelegen, damals isoliert. Das war damals ein Infekt. Und so habe ich eigentlich, ja, da in den Klavier beim Eishockey spielen habe ich mir mein Sprunggelenk. Eishockey gespielt hast du da? Ja, ganz früher. Okay. Aber das ist ein sehr guter Sport. Ja. Ja, genau. Genauso Gips gab es da, aber der war ziemlich angemalt. Die Schüler und Freunde, Gips. Jeder hat aufgeschrieben und aufgemalt. Ja, das ist dann nicht so. Wie welche muss man sich in der Kindheit? Jetzt passt man schon wieder. So, mit dem Rückblick auf deine Kindheit und das, was du erzählt hast, wie ihr gespielt habt in der Freizeit, da in der Au, gibt es was du heutigen Kindern wünschen würdest, wo du sagst, das war wirklich eine Verbesserung, wenn man den Kindern so etwas ermöglichen könnte, was sie vielleicht nicht mehr so selbstverständlich haben, wie du es zum Beispiel in deiner Kindheit gehabt hast? Ja, ich dachte schon irgendwie fördern. Ich sage jetzt, ich habe das einmal miterlebt, vor 3-4 Jahren, glaube ich, war ich mit einer, wir haben ein Kinderfreundeheim in Klaffow. Und da war ist im Mühlviertel, ganz ziemlich weit im Mühlviertel. Und da haben wir Kinderbetreuung gemacht für bei einem Alleinerzieher-Seminar. Und da waren, ich weiß nicht, ich glaube 12 oder 13 Kinder. Und wir haben uns dann auch bekannt gemacht und wir haben halt, was wir halt vorhaben, die 2 oder 3 Tage, was wir da waren. Und da haben wir gesagt, okay, eine halbe Stunde könnt ihr jetzt nur das Handy haben oder die Tablets, was da sind, und dann wird das abgegeben.
war momentan natürlich eine irrsinnige Aufruhr, ne? Oh Gottes Willen, kein Handy, 3 Tage. Es hat aber dann mit ein bisschen Murren von den Kindern durchgeklappt. Die Handys haben wir eingesammelt, dann haben es die Eltern gegeben, oder die Mütter, oder die Väter. Und haben halt dann viel draußen gemacht. Die haben einen kleinen Kleintierzug gehabt, das war, die haben ein Lama haben es dort, ein paar Ziegen haben es dort gehabt, damals ein Hängebachschwein mit ein paar Junge und viel Wald. Also das ist wirklich rundherum Wald, ein See ist dort, also so Teiche. Und da sind wir halt mit den Kindern dann einen Waldspielplatz mit einer so einer Seilrutsche und haben halt dann mit den Kindern mehr oder weniger viel im Wald gemacht, viel Natur pur. Ne? Und nach den 2 oder 3 Tagen, die wir waren, haben viele Kinder gesagt, wann machen wir das wieder? Was das ist? Das sind die Stadtkinder, die haben nicht die Möglichkeit. Und das hat ihnen wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, sowas war, dass man sowas ein bisschen mehr fördert oder mehr, dass man sich in sowas mehr einbringt, war natürlich von Vorteil. Es ist schwer in der Zeit momentan, der ganzen Computerzeit, wie es momentan ist. Es ist die Natur nicht mehr das, weil viele sitzen daheim vom Bildschirm, haben das Handy und so weiter und so weiter. Da ist das andere alles uninteressant, glaube ich. Aber ich glaube, dass wenn man sowas fördert, das war den Kindern sicher. Kinder, kommt ihr regelmäßig in einen Wald? Seid ihr öfters in einem Wald? Mit der Schule seid ihr im Wald? Schön. Ihr beide, ihr drei, kommt ihr öfters in den Wald? Macht ihr einen Ausflug mit den Eltern? Am Wochenende? Wo seid ihr denn da? Wir gehen sehr weit weg. Also zum Beispiel durch zu welchen Wasserfällen. Schön, Wasserfälle sind schön. Ganz weit weg. Im Wasserwald, genau. Wasserwald ist auch schön. Ja. Ja. Ich gehe zum Wasserball, gehe manchmal in Österreich. Österreich, da gibt es auch viel Natur. Man braucht ja nicht weit fahren, man braucht nur einen Steirik und dann kann man schon raufgehen. Da durch den Wald rauf bis zum Dagsleitner, da ist es wunderschön. Schönen Ausblick auf Linz. Und jetzt muss ich noch die Kinder fragen: Ihr seid ja in der 4. Klasse, habt ihr alle schon ein Handy oder gibt es überhaupt jemanden, der ein Handy hat? Ich. Wow. Okay, also nahezu jedes Kind hat ein Handy oder ein Tablet. Ich habe ein Tablet. Wisst ihr, wie alt ich war, wie ich mein erstes Handy gehabt habe? Ich glaube über 30. Ja. Ja. Über 30 Jahre war ich. Aber wir sind nicht abgegangen davor. Mein Cousin hat ein Handy schon mit 4 Jahren bekommen. Mit 4 Jahren? Mit 5 Jahren. Oh, wie. Ja, das ist, wie gesagt, unser Kind, da hat es das noch nicht gegeben. Ein Computer hat man sich damals gar nicht vorstellen können. Es hat sicher schon Computer gegeben, aber natürlich immens groß oder nur für Industrie oder sowas, aber privat gar nicht. Wir haben auch kein Handy gehabt. Und, entweder hast du mal sich ausgemacht, ruf mich um 5 auf die Nacht an oder 5 auf die Nachmittag, dass du bist daheim und du hast gewartet, bis der anruft. Oder, aber das hat nicht gegeben. Und wenn ich sage, ich bin um 7 nicht daheim, dann bin ich um 7 nicht daheim. Meine Mutter hat mich auch nicht anrufen können. Ich habe zwar gesagt, ich bin, was weiß ich, am Flugplatz und ich war viel im Segelflugplatz am großen, damals. Sie hat zwar gewusst, wo ich bin, aber wir haben uns nicht, das hat es nicht gegeben. Telefonieren hat es nicht gegeben, nur von zu Hause. Das hat es bei uns nicht gegeben. Kein Computer, kein Tablet, gar nichts. Also man hat sich das vorher ausmachen müssen. Ja, das hat man sich alles vorher ausgemacht. Hat treffen wollen, zum Beispiel Sali. Jetzt bin ich durcheinander gekommen mit dem Namen. Wie heißt du? Dahinter? Du wolltest was fragen. Abdullah, du wolltest was fragen? Wolltest du was fragen? Hast du einen Nokia oder gibt es noch in dieser Zeit einen iPhone oder einen Samsung? Oder das Handy? Zu welcher Zeit? In dieser Zeit hast du ein Handy bekommen. Boah, was habe ich damals gehabt? Mein erstes Handy war ein Ericsson, glaube ich. Also ein dicker, fetter. Also ein dicker, fettes. Das, die waren da um einiges größer. Ja, ja, das war noch kein so ein flaches, kein iPhone oder Samsung. Ja, Samsung, das hat es damals noch nicht gegeben. Ich sag, wo ich damals gearbeitet habe, da hat es das Handy gegeben, da hat man so einen Koffer gehabt. Kannst du dich erinnern? Das war so ein Koffer, das war ein richtiger Koffer, da war ein Telefonhörer drauf, wie ein echter, wie du das früher gehabt hast, mit einer so einer Antenne und da hast du das umeinander getragen. Das war
Das waren die ersten schwer, Handys. Das waren die ersten Handys. Die waren sehr teuer, die haben sich nur wenige leisten können. Das war Wahnsinn. Ja. Mit der Zeit hat sich das dann entwickelt. Was haben wir jetzt, Euro oder Mark so wieder? Genau, welche Währung gab es zu deiner Zeit, in deiner Kindheit? In meiner Kindheit hat es noch Schilling. Schilling. Sagt euch das was, Schilling. Die Oma hat noch welche. Es war nicht gut, dass da wirklich Schilling war. Schilling, also bei uns war damals der Schilling die Nationalwährung und das Geld, mit dem wir damals zahlt haben. Wie viel Schilling ist ein Euro? Schilling? Schilling? Ein Euro sind, glaube ich, 214 Schilling grob. 1 Euro 14 Schilling. Ein bisschen weniger, ja. Ein bisschen 13. Also das ist genau. So ja. Und wie viel Taschengeld hast du da direkt mit Schillingen? Ich kann mich weiß nicht tauschen. Wenn ich Geld gebracht habe, bin ich zu meiner Mutter gegangen. Weil mein Vater war da ein bisschen. Geht zu der Mutter, die hat da. Ja. Ja, ich weiß nicht. 10 Schilling waren damals. Ja. In unserer Kindheit, in meiner Kindheit, ja, waren 10 Schilling viel Geld. In der da habe ich, Zeit auf jeden Fall. Da hat man um einen Schilling oder einen Schilling 50. In 10 ja, da hat man wusste mal Geld. Da war da drüben, zwischen die Häuser war ein kleiner Kiosk und da hat man um einen Schilling 50 gekostet, dass der Wurstzimmer gekriegt. Das war damals, heute kostet, weiß ich nicht, 1 Euro glaube ich, kriegst du das gar nicht mehr. Nein, kaum. 1 Euro. Ich habe auch 10 Schilling Taschengeld ja, in der falschen Zeit gekriegt. Das sind nicht einmal 1 Euro. Kriegt ihr Taschengeld, Kinder? Klar, ja. Was kriegt ihr? 3 Euro? 10 Euro, das ist schon viel. 20 Euro. 20 Euro. Das ist aber sehr viel. Aber 10 Euro sind ungefähr 140 Schilling, 135 Schilling. Also das war damals, wenn man denkt, ich habe in meiner Lehrzeit verdient, im Monat, 400 Schilling, glaube ich. 400 Schilling. 400 Schilling im Monat. Das sind 35 Euro. Nein, sind sie gar nicht. 30 Euro. Naja, das war schon. Aber man hat genauso gelebt wie jetzt eigentlich. Also das, dein Wohlbefinden und dein Glück und die Freude am Spielen und das Kind war nicht abhängig von Geld oder von Computer oder von Handys. Nein, also ich bin meinen Eltern dankbar, dass ich heute so weit bin. Wie ich bin, also dass ich jetzt so bin, wie es ist. Und meine Eltern haben auch damals gearbeitet. Mein Vater war auf der Eisenbahn, meine Mutter war Kellnerin und Hausmeisterin drüben, also Hausbesorgerin. Und die haben auch sparen müssen. Die haben auch drei Geschwister, also drei Kinder. Und wir haben auch gelebt. Und uns ist eigentlich nichts angekommen. Wir haben sicher nicht das gehabt, was halt andere haben, wo mehr Geld da ist, aber wir waren, ich kann sagen, dass ich eigentlich schon eine schöne Kindheit gehabt habe. Und für die damaligen Verhältnisse eigentlich auch das eine oder andere kriegt, was ich will. Oder was wir wollen. Also da haben wir. Genau. Bitte? Du hast das gerade gesagt, die Frage war, ob du Geschwister gehabt hast. Ja, ich habe noch zwei Geschwister. Die sind jünger wie ich, die Doris und die Christa. Die Doris wohnt im Käfermarkt, das ist im Mühlviertel, und die Christa wohnt in Liebenau. Das ist nur weit da im Mühlviertel. Bitte. Doris und Christa, es gibt auch zwei Lehrerinnen, die heißen in der Schule Doris und Christa. Okay. Doris und Christa. Lehrerinnen. Meine Lehrerin von früher, als ich in die erste gekommen bin, das war so eine Mischklasse, die erste und zweite, und da hieß meine Lehrerin Christa. Aha, ja. Okay. Die Christa. Genau, die Christa, die gibt es hier an der Schule. Christa und Susanne. Ja, Kinder, habt ihr noch eine Frage an den Thomas? Eine letzte Chance. Ich merke, es wird unruhig, ihr kriegt vielleicht auch schon Hunger. Wer weiß, geht es hier jetzt nicht vergessen? Ja, schon erst nach. Nach dem Unterricht geht es immer vergessen. Ja, ja, das ist wichtig. Okay. Das ist ja schon fast Mittag. Es gab ja viel Diskussion. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, Thomas, bitte gerne, dass du zu uns gekommen bist und mit gerne den Kindern
so über das Frankviertel und über deine Kindheit gesprochen hast und viel Interessantes gebracht hast. Und vielleicht kommt es wirklich einmal dazu, dass eine Klasse dich besuchen kommt. Können wir mal machen. Am Modellflugplatz. Ich glaube, dass das alle Kinder sehr interessiert. Momentan nicht, weil momentan ist es noch kalt. Aber im Frühjahr dann ist das kein Problem. Ja. Können wir alles mal machen. Können wir irgendwas einbauen und dann können wir mal machen. Eine kleine Flugshow für die Schule. Genau. Danke vielmals. Bitte gerne. Danke Kinder, dass ihr so rege mitgemacht habt. Du wolltest noch was sagen? Aber ich möchte dich was fragen. Darf ich dich was fragen? Warum lachst du die ganze Zeit? Ich glaube, das haben die Kinder so. Ja. Du siehst irgendwas machen. Nein, du darfst das echt mit dir behalten. Okay. Super. Schön. Schön.